Die vermeintlich lange Entwicklungszeit von Star Citizen ist immer wieder ein großes Thema und oft Auslöser einiger Kontroversen. Im Zusammenhang mit den zum Zeitpunkt, als ich dieses Video erstelle, bereits 488 Millionen Dollar an eingespielten Finanzen durch Crowdfunding und Schiffsverkäufe und immer wieder nicht eingehaltenen Release-Daten, wird also nicht umsonst von Betrug oder auf Englisch Scam gesprochen. Und ein wenig Wahrheit ist natürlich auch an der Sache schon dran, wenn wir insbesondere von nicht eingehaltenen Release-Daten sprechen. Jedoch ist Star Citizen hier nur das prominenteste Beispiel eines Crowdfunding-Projekts, das ein Release-Versprechen abgegeben hat und nicht eingehalten hat. So ist zum Beispiel dies auch bei Crowfall und bei Camelot Unchained passiert, welche beide ebenfalls sich über Crowdfunding finanzierten und mit schnellen Release-Daten warben. Letztendlich wurde Crowfall 2021 mit über 5 Jahren Verspätung released, und Camelot Unchained ist immer noch in der Beta, soll aber 2022 angeblich endlich mit 6 Jahren Verspätung kommen. Allerdings sind diese beiden Spiele aber im Vergleich zu Star Citizen recht klein. Und ich will mich in diesem Video gar nicht weiter mit nicht eingehaltenen Release-Daten aufhalten, sondern der Frage nachgehen, ob die Entwicklungszeit von Star Citizen noch verhältnismäßig ist oder ob sie tatsächlich inzwischen unverhältnismäßig lange ist. Wie immer gilt: Wenn euch gefällt, was wir auf diesem Kanal machen, dann abonniert ihn, lasst uns ein Like da, kommentiert das Video, wir freuen uns über jedes Feedback. Dies ist eine offizielle Übertragung vom Galaktischen Archiv der Raumflotte. Anno 2010 war es soweit. Der Star-Entwickler Chris Roberts, bekannt für die Spielereihen Wing Commander sowie die Spiele Starlancer und Freelancer, kehrte zu seinen Wurzeln in der Spieleentwicklung zurück. Zuletzt hatte er sich in Hollywood als Filmproduzent mit mittelmäßigem Erfolg versucht. Jetzt sollte es also wieder das Space Sim-Genre werden. In der Vergangenheit musste Chris Roberts bei seinen Spielen immer wieder Abstriche von seinen Visionen machen, da entweder die Technik der Zeit ihn limitierte oder das Publisher-System. 2010 sah er die Zeit gekommen, dass die technische Limitierung nicht mehr das Problem sein sollte und die neu aufgekommene Crowdfunding-Plattform bot die Möglichkeit, gänzlich frei vom Publishing-System zu arbeiten. So wurde Star Citizen vorgestellt. Man könnte auch sagen, uns Spielern gepitcht. Das Crowdfunding war ein voller Erfolg. Und ab 2011 konnte die Entwicklung beginnen. Und wenn man das so hört, dann stellt sich schnell der Eindruck ein, dass Star Citizen ja schon seit 11 Jahren in der Entwicklung ist. Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht. Und um uns jetzt mal ein richtiges Bild zu machen, müssen wir weg von Star Citizen und uns die Entwicklungszeiten anderer Spiele einmal genauer ansehen. Nehmen wir als Beispiel Red Dead Redemption 2, eines der zweifelsohne besten Open-World-Games der letzten Jahre mit einem eigenen Online-Multiplayer-Part. Die Entwicklung des Spiels begann 2010. Kurz nach der Veröffentlichung von Teil 1. Zum ersten Mal erfuhr die Öffentlichkeit aber vom Spiel erst im Oktober 2016, als Rockstar einen ersten Teaser-Trailer veröffentlichte. Zum Zeitpunkt, als wir Spieler also zum ersten Mal von dem Spiel erfuhren, war das Spiel bereits 6 Jahre lang in der Entwicklung. Veröffentlicht wurde das Spiel dann im Oktober 2018. 8 Jahre dauerte also die gesamte Entwicklungszeit für dieses grandiose Game. Wirklich bewusst haben wir als Spieler aber davon nur die letzten 2 Jahre wahrgenommen. Hätten wir vom ersten Tag an alle Bescheid gewusst, wäre es uns vermutlich auch wie eine Ewigkeit vorgekommen. Klar kann man jetzt argumentieren, dass Red Dead Redemption aber nach 8 Jahren als vollwertiges, fertiges Spiel auf den Markt gekommen ist, während Star Citizen nach 11 Jahren immer noch mitten in der Entwicklung steckt und wir nicht einmal ansatzweise ein Release-Datum haben. Aber auch hier muss man mal die Hintergründe genauer beleuchten. Rockstar ist ein seit 1998 etabliertes Studio, das schnell einige Erfolge feierte. Die erfolgreichste Spielreihe von Rockstar ist zweifellos GTA. GTA 4 erschien 2008 und hat bis 2011 allein schon über 1 Milliarde Dollar Umsatz gemacht. Zum Zeitpunkt, als die Entwicklung von Red Dead Redemption 2 also begann, hatte das Studio also ein gewaltiges finanzielles Polster. Aber nicht nur das.
Als etabliertes und erfolgreiches Studio konnte Rockstar bei Red Dead 2 vom ersten Tag an aus den Vollen schöpfen. Rockstar verfügt über 2000 Mitarbeiter. Vom ersten Tag an konnte also ein großes Team am Titel arbeiten. Aber es geht noch weiter. Durch die anderen bereits veröffentlichten Spiele wie GTA 4 oder Red Dead Redemption 1 war auch eine große Asset-Bibliothek vorhanden, auf die man jederzeit zurückgreifen konnte. Außerdem befand sich eine Zeit lang zeitgleich GTA 5 in der Entwicklung. Auch hier gab es viele Synergiepunkte. Zu guter Letzt kam auch noch der Vorteil einer Fortsetzung zum Tragen. Einige Mechaniken und selbst Teile der Open World konnten vom ersten Teil im Konzept übernommen werden, wodurch schon einmal viel Zeit in der Konzeptionsphase eingespart wurde. Zudem hat Rockstar seine hauseigene Engine, die genau auf die Spiele, die sie machen, ausgelegt ist. Und zuletzt darf man auch die Limitierung des Multiplayers nicht vergessen. Auf einem Red Dead Online Server tummeln sich maximal 32 Spieler, also alles andere als ein waschechtes MMO, wo Star Citizen ja bekanntlich hin möchte. Das alles macht Red Dead Redemption 2 natürlich nicht zu einem schlechteren Spiel, sondern in meinen Augen sogar besser. Zeigt aber, was der große Unterschied zum Beispiel zu Star Citizen ist. Star Citizen begann 2011 mit einem sehr kleinen Team. Alles musste erst einmal aufgebaut werden. Es gab keine Studios, wie wir sie heute in Frankfurt, Manchester, LA oder Texas kennen. Die Räumlichkeiten mussten erst gefunden und eingerichtet werden. Dann natürlich der Rekrutierungsprozess für Personal. Entwickler und andere Mitarbeiter mussten erst einmal gefunden und eingestellt werden. Noch dazu war Cloud Imperium Games zwar das Studio mit einer Entwicklerlegende, aber ansonsten ein unbeschriebenes Blatt im Vergleich zu Rockstar Games. Und die Entwicklerlegende Chris Roberts hat er sich fast ein Jahrzehnt aus der Spieleentwicklung zurückgezogen. Bleibt noch die Engine-Thematik. Cloud Imperium verfügt im Gegensatz zu Rockstar über keine eigene Engine. Hier nochmal von Anfang an eine zu bauen, hätte zusätzliche Zeit, Geld und Ressourcen gekostet. Also entschied man sich für eine am Markt vorhandene Engine. Und hier gehen jetzt die Meinungen weit auseinander. Denn keine Engine 2010 konnte das leisten, was Chris Roberts mit Star Citizen zwischenzeitlich erreichen will. Und ich sage hier extra zwischenzeitlich, denn das ursprüngliche der Community gepitchte Spiel war viel kleiner und wesentlich weniger komplex als das Star Citizen, auf das wir uns heute freuen. Erster Erfolg der Crowdfunding-Kampagne ließ das Spiel so gewaltig anwachsen. Oft wird deswegen die Wahl der Engine kritisiert. Und vielleicht mag das aus heutiger Sicht stimmen. Ich persönlich bin da kein Experte. Dennoch, CIG hat sich auch mit vorhandener Engine eine Mammutaufgabe gestellt. Viele Technologien, um Star Citizen zu einem richtigen MMO zu machen, gab und gibt es teilweise heute noch nicht. CIG möchte mit Server-Meshing irgendwann erreichen, dass alle Spieler auf einem riesigen Realm sind. Hier wurden zwar schon Abstriche gemacht und es scheint auf Kontinentalcharts hinauszulaufen, aber das wären immer noch gigantische Spielerzahlen. Selbst die vollsten Server von World of Warcraft beherbergen vergleichsweise nur 13.500 Spieler. Bei New World, das ebenfalls die Lumberyard Engine nutzt wie Star Citizen, sind es sogar nur 1.000. Auch eine Asset-Bibliothek musste sich CIG von Anfang an erst einmal selbst erarbeiten. Und dann kommt da noch das völlig neue Herangehen an das Thema Space Sim. Dass man auf einem Planeten quasi überall landen und starten kann und das ganz ohne Ladebalken oder Animationen, ist dabei etwas völlig Neues. Auch hier kann man jetzt sagen, das stimmt doch so gar nicht. In No Man's Sky und Elite Dangerous kann man das doch auch. Stimmt schon. Aber No Man's Sky ist dabei kein richtiges MMO. Und der Ansatz von Elite Dangerous war, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, leider nicht so erfolgreich wie erhofft. Selbst Starfield, das bei Release im nächsten Jahr auch 9 Jahre in der Entwicklung war, setzt dabei auf Cutscenes und festgelegte Landepunkte und ist ebenfalls kein MMO. Fassen wir also noch einmal zusammen. Red Dead Redemption 2
als unser Beispielgame war 8 Jahre von einem etablierten Unternehmen mit besten Voraussetzungen in der Entwicklung. Star Citizen ist jetzt bei 11 Jahren, stellt ein vergleichsweise komplexeres Spiel dar und CIG musste bei 0 anfangen. Ist die Entwicklungszeit also tatsächlich so lange? Heute hat CIG knapp 1000 Angestellte weltweit. Das ist immer noch gerade mal die Hälfte von dem, was Rockstar beispielsweise an Mitarbeitern hat. Beide Studios haben, bei Rockstar zumindest zumeist, 2 Games in der Entwicklung. Auch wenn man bedenken muss, dass Rockstar seine bereits releaseden Spiele auch als Game as a Service behandelt und immer mit neuen Inhalten versorgt. Und auch wenn CIG mit 488 Millionen eine unglaubliche Menge an Dollar zur Verfügung steht, darf man nicht vergessen, dass Rockstar dabei noch viel mehr in der Hinterhand hat. Klar, geht vom Gewinn bei Rockstar nochmal so einiges an den Publisher Take-Two. Ein Problem, das CIG zugegebenermaßen nicht hat. Dennoch hat Rockstar in den letzten 10 Jahren 3 der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten veröffentlicht. Alleine GTA 5 kommt dabei auf Unsummen. Und trotz all dieser Vorteile dauert die Entwicklung eines erfolgreichen und richtig guten Spiels wie Red Dead Redemption 2 über 8 Jahre. Ist der Vergleich also jetzt ein wenig unfair oder hinkt an einigen Stellen? Mit Sicherheit. Aber ich denke, er zeigt auch ganz gut, worauf ich hinaus will. 11 Jahre sind für die Entwicklung von Star Citizen in meinen Augen durchaus noch im Rahmen, auch wenn das Spiel noch lange nicht fertig ist. Uns Spielern kommt es eben auch sehr lange vor, weil wir von Anfang an dabei sind, was eben bei der Spieleentwicklung unüblich ist. Wurden Fehler von CIG gemacht, die Zeit gekostet haben? Sicherlich. Aber Fehler passieren in jedem neuen Unternehmen. Ist die Kritik gerechtfertigt, die man immer wieder hört? Auch das trifft mit Sicherheit an vielen Punkten immer wieder zu. Zu oft verstrickt sich CIG in Detailverliebtheit, die von Spielern gar nicht erwartet, aber dann dennoch von uns erfreut aufgenommen wird. Zu oft wird im Marketing bei CIG auf das falsche Augenmerk gerichtet. Ich denke da an feuchte Augen mit Patch 3.17 und die Falten in der Bettwäsche-Thematik, die erst vor kurzem wieder aufkam. Jedoch bekommen wir das bei anderen Studios so einfach auch nicht so sehr mit wie bei CIG, die eben alles sehr offen kommunizieren. Mir ist klar, dass die Thematik in diesem Video sicher von einigen sehr kontrovers aufgenommen wird. Gerne könnt ihr in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben. Ich bitte euch nur darum, dass ihr freundlich zueinander bleibt und auch die Meinung anderer akzeptiert. Ich danke euch fürs Ansehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und wir sehen uns im Verse. Euer Sleepy Knight.